Fahrt war super. Hat ein bisschen Stau unterwegs, aber ansonsten sind gut durchgekommen, haben ein bisschen länger gebraucht als geplant. Aber wir sind da und wir freuen uns. Sensationelle Landschaft. Endlich da! Angekommen, ein bisschen müde, aber freue mich sehr, dass es gleich losgeht mit ein bisschen Fitness und ein bisschen Abendessen und morgen ganz früh Zugspitze. Wir fahren gleich gemeinsam in der Kolonne zur Olympiaschanze. Dort beginnt der erste Wandertag. Einige waren schon joggen. Ich habe mich ein bisschen ausgeschlafen für die große Tour. Ich freue mich unheimlich auf die Tour, weil ich glaube auch, dass das mit der Gruppe ein totales Highlight wird. Also nicht nur landschaftlich, weil wir sind auch alle irgendwie zusammengewachsen. Das hat von Anfang an gepasst. Ich freue mich einfach ungemein, endlich losgehen zu können und dass die Arbeit Früchte tragen kann. Geht's gut, ich freue mich, wir wollen alle heiß wie die Kartoffeln da hoch jetzt mit unserem Personal Trainer. Ich gehe jetzt nochmal die Rucksäcke. Wenn niemand auffällig viel hat, so 13, 14 Kilo, würde ich gerne natürlich wissen, was da zu viel drin ist. Dann checke ich nochmal final, ob auch wirklich alle Regencapes eingepackt sind und wärmende Sachen am Start. Das sind so die wichtigen Elemente. Wie schwer war jetzt dein Rucksack? Knapp 10 Kilo, ich habe bestanden. Ja. Ja, knapp 12 Kilo. Ich glaube, bei der Abi, beim Abi war ich das letzte Mal so aufgeregt wie heute. Die Leute sind gut drauf, die können es gar nicht erwarten. Ja, würde ich sagen, auf geht's. Hallo. Hallo. Ich bin der Jörg von der Alpinschule Garmisch, Bergführer, und mein Kollege der Arno. Grüß euch. Wir sind praktisch beide die nächsten beiden Tage für euch da, dass es einfach passt, dass wir die Zugspitze miteinander erreichen und dass wir da einfach viel Spaß haben und auch was lernen. Wir freuen uns auf den Berg, wir freuen uns, dass wir tolle Bergführer dabei haben, Arno und Jörg. Das gibt uns noch ein bisschen Sicherheit, aber die Aufregung ist groß und es ist einfach toll, dass wir jetzt starten. Ich möchte gerne allen, die jetzt die 3 Monate dieses Projekt begleitet haben und wirklich ganz fleißig trainiert haben, ein großes Lob aussprechen und euch auch nochmal das notwendige Selbstvertrauen geben und sagen, passt auf, ihr schafft das, ihr seid super vorbereitet, besser kann es nicht sein. Toi, 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 wir kommen alle dann auf den Berg hoch. Ich bin total in Vorfreude, aufgeregt wie ein kleines Kind vor Weihnachten auf Ecstasy. Ich habe Hunger. Der liebe Gott hat es auch heute sehr gut mit uns gemeint, mit dem Wetter. Da freue ich mich sehr drüber, hoffen wir auch, dass es so bleibt. Ja, wenn die Kölschen kommen, zack, ist das Wetter schön. Jetzt geht's auf, wir freuen uns. Ja. Wie viel Respekt wir vor dem Berg haben? Gar keinen. Nichts ist unmöglich. Toyota. So, wir gehen jetzt durch die wunderschöne Patnachklamm. Eine atemberaubende Schlucht mit Wasserfällen. Und hier stellen wir uns gerade an und holen die Karten.
spektakulär. Die Patnachklamm war absolut beeindruckend. Sensationell schön. Eine schöne Idee hier. Das ist ja das Zeichen, dass man auf jeden Fall nochmal wiederkommen wird. Und jetzt baue ich mal meinen eigenen kleinen Turm. Tada! Bleib schön stehen, bis ich nächstes Jahr wieder hier bin. Wäre schön, wenn jetzt so langsam die Wanderstöcke auch eingesetzt werden, damit ihr ein bisschen Praxis erlernt. Ja, das ist wirklich zu empfehlen. Ich habe keine Stöcke. Wie? Du hast keine Stöcke dabei? Was ist denn passiert? Aber er ist ja Beste Wasser, was man trinken kann. Besseres gibt es nicht. Es gibt ja das natürliche Filter, das ist ja am besten. Jetzt hier an der wunderschönen Bockhütte, eine tolle Umgebung. Wir haben jetzt die erste etwas längere Rast. Die Leute haben das bis jetzt super gemacht, sind alle gut durchgekommen. Von hier aus nur noch 2 Stunden zur Rheinfall-Anger-Hütte. Sollen sich jetzt mal erholen und die Natur genießen. Tolle Wanderung. Ich habe sehr viel Bock auf die Bockhütte. Jetzt ein leckeres Kaltgetränk. Gibt's da Bockwurst? Es ist sehr warm, was sehr gut ist, aber die Füße, die brauchen ein bisschen Luft. Eine Stärkung für den Rest des Weges. Das wohlschmeckende Bier der Brauerei Mittenwald. Trink Mittenwald Bier, dann steht er dir. Nein, du von der Gruppe her, es ist, insgesamt sind sie alle sehr, würde ich sagen, sehr leistungsstark. Es gibt natürlich wie immer Schwächere und Stärkere, es ist immer eine Verteilung. Ja, und, so wie ich es im Moment einschätze, werden es wahrscheinlich die meisten schaffen. Ich denke, ja, die Gruppe ist gut beieinander, wir sind alle gleich auf. Es schaut gut aus, dass wir das schaffen. Just call my name, I'll be there.
Jetzt sind wir in der Rheintal-Angerhütte angekommen, haben das in knapp 2 Stunden geschafft. Super Truppe, alles super funktioniert. Es waren schon einige Stellen, die ziemlich steil waren. Aber wir sind ja gut trainiert durch Ben und Dennis, also haben wir das sehr gut gemeistert. Der Tag heute war, ich finde, super. Es war etwas entspannt, aber das ist auch ganz gut, weil ich glaube, morgen wird es nochmal richtig knackig. Ich persönlich bin jetzt gerade schon erschöpft. Also ich freue mich schon aufs Bier und auf die frische Dusche und dann aufs Essen. Mhm. Und dann einfach einen schönen Abend zu haben und den schön auszuklingen. Der Aufstieg war super. Wir hatten tolle Bergführer und Ben hat uns auch super geleitet. Wir hatten fantastisches Wetter und alles hat mitgespielt. Wir hatten eine super Aussicht und sind gut angekommen. Ich bin ein bisschen überwältigt. Also hier ist ja Natur, Natur, Natur. Das ist krass. Das ist so schön. Aber wir werden uns jetzt nochmal stärken und dann sind wir morgen fit für die Zugspitze. Wo ist denn dein Zimmer, Mein Zimmer ist hier. Und, bist du happy mit deinem Zimmer? Ich bin sogar sehr happy mit meinem Zimmer. Ja, das ist die Folge. Aha, das ist doch der Girls Room. John Boy, bist du wach? Was willst du denn, Ben? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elisabeth. Guten Morgen, auf geht's! Guten Morgen erstmal. Guten Morgen! Die Nacht war, wie soll ich sagen, sehr interessant. Ich hatte fürchterliche Krämpfe und war ja im Viererbett und wollte die anderen Mädchen nicht stören und bin dann immer raus und rein und raus und rein. Und ich konnte gar nicht richtig jammern, was ich sonst immer leidenschaftlich gerne mache, wenn mir was weh tut. Ja, ist halt so, wie halt auf dem, ja, Schullandheim. Ich habe ungefähr, vielleicht, wenn es hochkommt, um die 4 Stunden, wenn es gut läuft, geschlafen. Die eine oder andere Legende darüber, dass man nicht zum Schlafen kommt, kann ich nicht bestätigen. Ich habe gut geschlafen. Oh, wie war laut. Er hat ganz schön geschnarcht. Ja, als hätte man den ganzen Regenwald irgendwie zersägt. Trotz allem ist es ein tolles Erlebnis. Wir sind alle zusammen, verstehen uns alle und freuen uns jetzt auf die, ja, 2. Etappe. Der Berg ruft. Jetzt ist es so 7 Uhr in der Früh, würde ich sagen. Wir starten jetzt dann gleich den Weg Richtung Zugspitze. Wir haben heute fast 1600 Höhenmeter. Wir sind startklar. Die Gipfelbesteigung startet jetzt. Auf geht's. Juhu! Bockmeister. Today and not tomorrow, there's no time by. Geht's dir mit deiner Luft und kriegst du von der Ausdauer her und von der Belastung her alles super? Ja, doch, eigentlich schon. Ich muss halt langsam gehen. Ja. Ne? Also ich muss machen wir ja Tempo eh. Und das gehen wir eh. Du holst mich auch immer wieder da vorne, ja, genau. Damit ich nicht irgendwie abreißen lasse. Ja, dann geht's jetzt weiter zur Knorrhütte, da machen wir eine Rast. Das wird nochmal ein bisschen anspruchsvoll, weil das doch recht steil wird. Ja. Und dann hat man eigentlich schon ein ganz gutes Stück geschafft. Da sind wir schon über 2000 Meter. Über 2000. Genau. Da haben wir aber noch ein kleines Stück dann nach vorne. Nun haben wir noch ungefähr 1000 Meter vor noch uns. Okay.
und hart. Hier ist die Luft. Ja, weil das der eigentlich überall dünn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich muss echt langsam machen. Ich kann nicht so Schritt halten wie die anderen, aber langsam geht es. Zum Gipfel. Okay, geschafft. Geschafft. Zwischendurch habe ich gedacht, ich bringe mich um. Käsebrot ist ein gutes Brot. Das ist ja Wahnsinn. Sexy, sexy Käsebrot. Schön Würstchen mit Brot und Senf, dazu ein Skiwasser, das ist Urlaubsfeeling. Wir haben erstmal noch eine schöne Strecke vor uns. Guck mal, da oben macht's schön. Das beunruhigt mich. Weiß ich nicht. Wie extrem es jetzt noch wird. In der Zeit. Das haben wir alle richtig gut gemacht. Jetzt kommt aber der Augenblick, wo ihr in euch her solltet. Das sieht aus wie, als wenn das nichts wäre, aber es schlängelt sich. Das sind sehr viele Serpentinen-Mini. Richtige Fels-Kletterpassagen. Also für das Ganze haben wir eigentlich gearbeitet. Und da ich unsicher bin, möchte, entscheide ich mich dagegen. Ich weiß es einfach nicht. Es wird halt nochmal ungefähr doppelt so anstrengend, muss man schon sagen. Ja, muss man sagen. Ja. Und das war schon für mich eine riesengroße Herausforderung. It is wie it is. Ne? Ich möchte gerne hier bleiben. Ja, gut. Ja, weil es wäre, glaube ich, unvernünftig. Man muss jetzt nicht mit Gewalt erzwingen. Ich mache das, weil da will ich jetzt entschärfen. Ja. Ich kann es schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Also das reizt mich ungemein, aber ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich würde dich gerne dabei haben, um ehrlich zu sein. Es war schön mit euch. Ab geht die wilde Fahrt. Auf geht's, auf zur Spitze. Thank you.
am Gipfel angekommen, zwar mit der Bahn hochgefahren, das letzte Stück, weil das war mir doch zu anstrengend. Und da habe ich auf meinen Körper gehört, gesagt, das lasse ich mal lieber. Jetzt sind wir hier oben, das ist die Zugspitze hier, wunderschön. Trotzdem schön, hier oben zu sein, und war einfach eine tolle Erfahrung. Stolz, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ich komme aber wieder und dann laufe ich den Gipfel aber auch hoch. War vorhin ein bisschen erschöpft, deswegen bin ich mit der Gondel hoch. Und ob ich jetzt gleich letztendlich noch zum Gipfelkreuz kraxe, muss ich mal sehen. Willkommen, top, haben sich alle super geschlagen. Vor allem an die ganze Truppe, danke an Ben, danke an Dennis, danke an Express, dass sie es möglich gemacht haben. Danke an die super tolle Conny, die das alles hier immer filmt. Danke an die tolle Truppe, wir haben echt gut zusammengehalten, es hat Spaß gemacht, die auch alle kennenzulernen. Ja, danke an alle, die uns so gut unterstützt haben, falls ich jetzt noch irgendjemand vergessen habe. Und danke an mich selbst, dass ich es gemacht habe. Ja, sowas können wir auf alle Fälle nochmal machen, würde ich sagen. Ich habe ja in der Vorbereitung nicht ganz so gut aufgepasst. Hat aber trotzdem funktioniert, wobei ich sagen muss, so die letzten, ja, sagen wir mal so 300 Höhenmeter, ich hatte ja meine Stöcke nicht dabei, aber da ging ich halt so richtig am Stock, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, aber ich habe es geschafft, das war so mein Ziel. Das letzte Stück auf dem Gipfel war noch so ein bisschen tricky, weil alles so rutschig war, aber kann ich jedem empfehlen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie war es? Es war once in a lifetime, glaube ich. Also es war ein ganz, ganz krasses Erlebnis, gerade der letzte Abschnitt. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich bin über einen Gipfelgrat gewandert, habe Kletterpartien gemacht, die ich mir nie zugetraut hätte. Es war überwältigend. Es war einfach nur krass und sensationell. Als es vorbei ist, es hat mir super gefallen. Also die Gegend, die Gruppe, also unser Team, die Begleitung, die Bergführer, alles war super. Nur leider, bei mir fehlten die letzten 400 Meter, aber macht nichts. Ich habe trotzdem ein Grinsen in mir, auf mir im Gesicht. Alles super. Es war ein super tolles Event. Also es hat mega Spaß gemacht und ich bin so stolz auf uns alle, dass wir da hochgekommen sind. Auch stolz auf die drei, die gesagt haben,
Wir gehen nicht bis zum Gipfel, sondern unsere Kraft reicht nur bis hier. Also mega toll, haben wir alle klasse gemacht. Jedes Mal auf jeden Fall nochmal. Das war wirklich lohnenswert. Es macht riesig Spaß und man kommt an seine Grenzen. Aber auch die kann man überwinden. Also mein persönliches Hindernis war ich leider selbst, weil ich habe irgendwie in der letzten Etappe mega Kopfschmerzen bekommen. Und ich habe echt gedacht, das hat mich ausgenockt. Aber eine halbe Schmerztablette hat es getan. Und ja, ich bin froh, dass ich den Gipfel oder bis zum Gipfel mitgegangen bin. Ich glaube, das hätte ich sonst heute richtig bereut. Gipfel war phänomenal. Also allein der ganze Weg dahin natürlich war super. Und es war einfach eine extrem kranke Erfahrung, es war extrem krass. Man hätte nicht gedacht, dass man sich das traut. Allein die Passagen, wo man erst durchs Geröllfeld muss, man hat hochgeguckt, erstmal nur geschluckt. Und dann kamen die Passagen am Seil, wo wir gedacht haben, okay, wenn du jetzt loslässt, ein falscher Schritt, dann ist es vorbei. Das war schon hart, definitiv, aber es war ein ganz tolles Erlebnis, was keiner von uns missen möchte. Ich muss auch sagen, ich glaube, die Tour an sich ist so oder so großartig, aber die Gruppe hat das irgendwie noch großartiger gemacht und es war irgendwie perfekt, wie es war. Oben anzukommen ist einfach unbeschreiblich. War Brett hart, wir hatten ein super Coaching, eine super Begleitung, eine super, super Gruppe, also das war einfach nur schön. Einfach nur schön, anstrengend, aber schön. Ich habe mich wie ein junger Gott gefühlt, als wäre ich neu geboren.